Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Opresnik Learning, eurem Bildungskanal. In einer Welt, die von digitalen Medien dominiert wird, hat sich die Art und Weise, wie wir Musik konsumieren, dramatisch verändert. Aber wie lukrativ ist Musikstreaming wirklich für diejenigen, die die Musik kreieren? Bleibt dran, um die Wahrheit hinter den Zahlen zu entdecken. Zu Beginn der 2000er Jahre stand die Musikbranche vor einer beispiellosen Herausforderung. Raubkopien fluteten das Internet. Als Antwort darauf fokussierte sich die Branche auf digitale Lösungen. Zuerst Downloads, dann Streaming. Und es war das Streaming, das innerhalb weniger Jahre alles veränderte. Mit der Einführung von Diensten wie Spotify im Jahr 2006 wurde das Musikstreaming schnell zum neuen Standard. Der IFPI Global Music Report 2023 enthüllt, Streams generieren weltweit unglaubliche 19,3 Milliarden US-Dollar. Mehr als CDs, Kassetten und Vinyl zusammen in den letzten zwei Jahrzehnten. Doch ganz abschreiben sollte man die physischen Tonträger nicht. Trotz der Dominanz des Streamings erleben Vinyl, CDs und sogar Kassetten ein überraschendes Comeback. Mit einem Umsatz von 5,1 Milliarden US-Dollar im letzten Jahr. Ein Wert, der zuletzt 2015 erreicht wurde. Aber was bedeutet dieser finanzielle Erfolg für die Künstlerinnen und Künstler? Die Antwort ist komplex. Obwohl der Umsatz der Musikindustrie wächst, bleibt die Verteilung der Einnahmen undurchsichtig. Viele Künstler und Verbände fordern eine fairere Aufteilung und mehr Transparenz über die tatsächlichen Einnahmen. Musikstreaming hat die Landschaft der Musikindustrie für immer verändert, bietet neue Möglichkeiten, wirft aber auch Fragen über Fairness und Nachhaltigkeit auf. Wie sich die Verteilung der Einnahmen in Zukunft entwickeln wird, bleibt eine offene Frage. Was denkt ihr darüber? Teilt mir eure Meinung in den Kommentaren unten mit. Danke an dieser Stelle wieder für eure Aufmerksamkeit. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und wie immer an dieser Stelle, bleibt wissenshungrig. Ciao.